Ja, und dann melde ich mich mal wieder hier zurück auf dem Kanal von Slade. Ihr wisst es, liebe Freunde, euer Huthassler Hans ist hier mal wieder live und direkt am Start, ja, mit einer neuen Ausgabe vom Metal Battle. Denn die anderen Contender, die machen ja zurzeit nicht wirklich viele Power Moves hier auf dem Channel. Und da habe ich mir gedacht, yo, Hans, du musst wieder back in das Game steppen, ja. Slade braucht dich, deswegen bin ich hier. Und natürlich auch für euch, liebe Freunde, mir ist auch mal neulich aufgefallen, die Metal Battles, die haben ja eigentlich immer nur so unter 100 Zuschauer. Und Freunde, jetzt überlegt euch mal, wenn ihr zu diesen 100 Leuten gehört, die das gerade guckt, ja, wie gut ihr es habt. Überlegt mal, wie viele Millionäre gibt es auf der Welt? Wie viele Leute haben mit Supermodels geschlafen? Wie viele Leute sitzen in mega Villen und chillen da ihr Leben? Das sind auf jeden Fall immer jeweils mehr als 100 Leute. Und wenn ihr zu diesem auserlesenen Kreis gehört, die die Metal Battles kennen, ja, dann könnt ihr sagen, ja, schön hier, was du alles erlebst in deinem Leben, aber weißt du was? Kennst du die Metal Battles von Slane und Huthassler Hans? Nee, die kennst du nicht. Und deswegen, Freunde, seid ihr eigentlich die wirklich Gesegneten auf dieser Welt, ja. Ansonsten noch will ich noch einen kleinen Shoutout hier rausbollern an den Flaming Flow, der ja gerade ein bisschen am Umziehen ist, sein Job neu am Strukturieren und so weiter und so fort. Deswegen, Flo, halte durch, hustle dich durch, to the top, geh immer weiter, mach die Power Moves und ich glaube an dich, ich hab deinen Rücken. Auf jeden Fall, deswegen hier einen kleinen Gruß von deinem Homie Huthassler Hans. Alles klar, jetzt mal genug gelabert und wir kommen jetzt auch gleich zu dem Metal Battle, was mir der gute Slane aufgetischt hat. Ja, ist auch schon ein bisschen länger her, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, deswegen bin ich jetzt hier mal spontan live an die Cam gesteppt und werde jetzt auch mal gleich hier auf Play pressen und dann hören wir uns mal an, was uns der gute Slane hier verklickert. Alles klar, Freunde, haltet euch bereit, let's go! Yo, hallo Huthassler Hans, es ist an der Zeit, dich gebührend zurückzubetteln. Du hattest mir zuletzt ja die Japaner von Double Dealer um die Ohren geballert mit einem Concerto Moon Cover, das mir sehr gut gefallen hat. Auch wenn die Nummer selbst jetzt nicht der Oberburner ist, aber es war besser als das Original im Grunde genommen. Ja, und ich möchte dich jetzt zurückpendeln, allerdings nehme ich jetzt nicht auch irgendwas Japanisches oder irgendwas, wo ein Musiker von Concerto Moon oder von Double Dealer dabei ist. Nein, wir begeben uns woanders hin, aber wir bleiben im Heavy Metal, melodischen Power Metal Bereich und kommen zu einer Band aus Baden, Österreich, die meiner Meinung nach völlig zu Unrecht untergegangen ist und die ein Album geschaffen haben, und das sage ich wirklich selten eigentlich, auf dem, obwohl es das Debütalbum ist, wohlgemerkt, deswegen sage ich das selten, auf dem sich kein Ausfall befindet. Oha. Es geht um die Band Velsens mit ihrem Album Sword. War doch Sword, ne? Ja, Sword, genau. Cover ist schon mal gut. Die Velsens, oder ja, so heißen die, weiß nicht, was bedeuten soll, genau, keine Ahnung, wurden 2002 gegründet, haben eine Demo gemacht, oder ja, so eine Demo-EP mit dem Titel Dawn of Metal, soweit ich weiß, 2004. Und dieses Album ist schon wieder von 2010. Es sind also schon wieder 6 Jahre ins Land gezogen. Die Band ist auch noch aktiv, aber kommt nichts Neues von denen. Und das macht mich traurig, denn diese Scheibe ist so fucking geil, finde ich persönlich. Ne? Ich habe die CD sehr lieb, kann ich gar nicht anders sagen. Also hier sind wirklich, ich könnte dir jetzt eigentlich jeden einzelnen Song, egal, ich könnte jetzt hier so machen und dir den Song reviewen lassen, aber ich mache das in diesem Fall anders. Hier ist nämlich ein Stück drauf, der heißt Eyes of a Viper. Und dazu gibt es auch ein offizielles Musikvideo, wo du die Jungs dann auch so ein bisschen sehen kannst und wie sie abgehen und so. Und ja, kommt ziemlich gut rüber, finde ich. Und da kannst du dir ja da mal dein Bild auch optisch vielleicht machen. Also, die Velsens aus Baden mit ihrem Album Sword und dem Titel Eyes of a Viper. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ich finde, das Ding ist sehr geil produziert. Ich finde, der Typ hat eine richtig geile Stimme. Ich finde, der Song ist ein totaler Ohrwurm. Aber hier auf diesem Album ist eigentlich jeder einzelne Song ein absoluter Ohrwurm. Hier ist, glaube ich, ein Instrumental drauf. Das ist, glaube ich, ja, fällt so ein bisschen aus der Rolle natürlich dann, ne? Aber, ja, gut. Also ihr merkt, ich komme hier ins Schwärmen und bevor ich jetzt hier gleich noch mehr hier, ne, hier mit Blumen um mich werfe oder so, lassen wir das jetzt und lassen den guten Huthassler Hans Eyes of a Viper von den Velsens reviewen. Viel Spaß damit. Ja, vielen Dank, lieber Slane. Eyes of a Viper
Hört sich ja schon mal sehr gefährlich an, ja. Und da werde ich jetzt natürlich auch mal gleich abchecken, ob mich ein paar gefährliche Riffs erwarten. Ja, das werde ich euch jetzt gleich live berichten, nachdem ich den Song zweimal reinfabrizelt habe. Und ich würde sagen, deswegen bleibt dran, bis gleich. Pace. Ja, und damit melde ich mich zurück aus der Zukunft, wie man hier vielleicht an meiner futuristischen Brille sehen kann. Ich habe jetzt nämlich ein paar Tage das Lied und auch noch andere Lieder von der Band mir angehört und wollte jetzt mal dazu eine fundierte Meinung abgeben, ja, sofern es mir möglich ist. Also der Track, der fängt schon mal sehr schön ruhig, aber dennoch kraftvoll an, sage ich jetzt mal, und fetzt dann ordentlich ab. Gut schnelle Drums, auch harte Gitarrenriffs, sage ich jetzt mal. Und ja, also macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Die Band an sich, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Einziger kleiner Kritikpunkt von mir an dem Song jetzt vielleicht ist, der Refrain, der ist mir persönlich so ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht jetzt genau, wie ich sagen soll, so ein bisschen zu rockig, vielleicht im Gegensatz zu den doch sehr harten Tönen, die sonst in dem Lied angeschlagen werden. Da wird es dann im Refrain mir doch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es liegt vielleicht auch an mir geschmacklich, dass es mir nicht so gut gefällt. Hier funktioniert es für mich halt nicht so gut, der Refrain, vor allen Dingen halt im Vergleich zu den restlichen Parts von dem Song. Ja, ansonsten muss ich aber sagen, die Gruppe Velsens ist auf jeden Fall ein richtiger Geheimtipp und ich habe auch in die Amazon-Hörproben von dem Album reingehört und da, ich muss dir recht geben, da sind wirklich sehr viele gute Tracks drauf. Also die Jungs, die haben einen guten Sound, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen und ich habe mir jetzt das Album auch schon mal auf meine Liste gepackt mit CDs, die ich mir in Zukunft mal holen möchte. Ja, ansonsten, du hattest ja noch erwähnt, man sieht jetzt mal hier die Leute, ob ich da vielleicht was zu dem Aussehen noch sagen kann, weil das ja zeigt meine Musikvideos. Hier muss ich sagen, also ich lege jetzt nicht viel Wert auf das Aussehen, jetzt auch bei Musik nicht, also wenn die Mucke stimmt, ja, dann können die von mir aus auch Clownskostüme anhaben. Und ich meine, wenn die Mucke jetzt mir nicht gefällt, dann ist das auch egal, wie die aussehen. Also das Aussehen ist sowieso so eine Sache, danach sollte man nicht gehen und erst recht nicht bei Musik. Deswegen ist mir das eigentlich Schnuppe, Hauptsache, es wird ein guter Sound präsentiert, was ja hier auf jeden Fall der Fall ist. Und ansonsten bleibt vielleicht noch zu sagen, die Gruppe ist ja, wie du sagtest, ziemlich, zwar haben sich nicht getrennt, aber schon seit vielen Jahren kein neues Album mehr rausgebracht. Das ist natürlich schade. Bei kleineren Gruppen, die jetzt nicht von der Musik leben können, die natürlich alle jetzt meistens irgendwelche normalen Jobs haben und dann nebenbei mal so ein Album recorden, das ist in dem Fall natürlich auch sehr schade, weil der Sound wirklich gut ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, zum Beispiel Battle Beast, die leben auch nicht von ihrer Musik und die sind ja doch wesentlich bekannter. Und selbst da gelingt es halt nicht, jetzt für die Mitglieder vollwertig von der Band leben zu können, zumindest jetzt noch nicht. Und das sollte einem schon zu denken geben, das ist wirklich sehr schade. Und auch hier bei dieser Gruppe, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, ich gebe dem Track eine gute 7 von 10, weil, wie gesagt, der Refrain mich jetzt nicht so, also war jetzt halt geschmacklich nicht ganz so auf meiner Wellenlänge. Ansonsten ein geiles Teil und auch ein geiles Album, mit viel guten Metal-Stuff, sage ich jetzt mal, ja. Und damit möchte ich auch schon das Metal Battle für heute beenden. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich, wie immer bei dir, lieber Slane. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Hau rein, bis dann. Peace.